Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück in 1954 Alcatraz zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Ja, es wird ernst. Wir haben letztens das Buch von Strouds Vogelkunde nach Alcatraz geschmuggelt und wir haben jetzt die Losung für den Safe, wo das Geld drin liegt. Und ich würde sagen, wir kümmern uns, bevor es damit losgeht, kümmern wir uns jetzt erstmal um die Pässe, die wir ja bei Vivian organisieren sollen. Also gehen wir erstmal zu Vivians Apartment und gucken, dass wir dort die falschen Pässe organisiert kriegen. So. Ja, mal gucken, ob sie das so macht oder ob sie noch mal was haben möchte. Schön, dass du mich besuchst. Und ich brauche neue Pässe. Wir brauchen für mich Pässe. Und Joe. Er kommt frühzeitig raus. Bezahl du erstmal deine Miete. Das wird sehr, sehr teuer. Ja, war klar, stimmt. Was soll ich als nächstes machen? Dein Neffe ist ganz schön heiß. Ich wünschte nur, er würde sich nicht so viel mit diesen Beatniks rumtreiben. Alles, was die machen, ist heiße Luft. Er sollte einer Motorradgang beitreten. So, dann... Wechseln wir mal lieber das Thema. Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. Ja, ist ein bisschen schade, dass man während des Dialogs nicht ins Inventar wechseln kann. Was können wir hier? Das können wir doch anbieten. Wegen der Miete. Danke. Gut, dann hat sie schon mal die Platte bekommen und dann fragen Schön, wir nochmal wegen Pässen. Schön, dass du mich besuchst. Ich brauche so. Neue Pässe. Für mich und Joe. Er kommt frühzeitig raus. Ich brauche Fotos und Tinte. Typ 32. Okay, Fotos hätten wir... Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. Fotos hätten wir ja möglicherweise dabei. Damit allein kann man nichts anfangen. Viv sagte, sie braucht zwei Sachen für falsche Pässe. Tinte und Bilder von Joe und mir. So, die Frage ist, wer könnte Tinte haben? Also auf Anhieb würde mir da nur die Künstlerin, die Bernadette, einfallen, weil die ja eben, wie gesagt, Malerin ist. Eventuell hat sie vielleicht Tinte, da müssen wir mal gucken. Das Atelier ist leider nicht mehr da, vielleicht ist sie wieder im Café. Koffein. Muss wach werden. So. Tag. Hey, Tomate. Bee will für dich Modell stehen. Hab mit ihr geredet. Oh, die ist echt eine Schönheit. Okay. Hast du zufällig noch etwas 32er Tinte? Hatte ich mal. Moment. Sehr schön. Hier. Das ist die Tinte, die du brauchst. Super, dann haben wir das. So. Auf nach Mexiko. Für mich ist alles südlich der Market Street fernstes Ausland. Okay, ja, dann haben wir die Tinte organisiert. Das Foto haben wir. Dann kann es ja wirklich losgehen. Und zwar wieder zurück zu Vivian. So, dann geht's jetzt erstmal hier nach oben. Und dann müssen wir mal gucken, ob das schon ausreicht oder ob sie dann noch irgendwas braucht. Also, Mädel, hier hast du die Tinte. Ich habe die Tinte und die Bilder von Joe und mir, die du für die Pässe brauchst. Kannst du mir zwei Blanko-Pässe rübergeben? War das etwa hier, diese verbotene Schublade? Du hier machst den besten Eindruck. Sieht so aus. Okay, dann also zwei Pässe. Hier sind die Blanko-Pässe. Welche Nationalität? Ich hätte gerne einen amerikanischen und einen für Kanada. Nicht schlecht. Viv, die Pässe sehen fantastisch aus. Trag sie etwas in deiner Handtasche rum und lass sie zerknicken. Okay. Schön, dass du mich besuchst. Ich habe die Tinte und die Bilder von Joe und mir, die du für die Pässe brauchst. Kannst du mir zwei Blanko-Pässe rübergeben? Ja, das scheint ja auch ein kleiner Fehler zu sein. Mal. Das haben wir doch schon, oder? Nacht, Viv. Danke. So, hier haben wir also unsere falschen Pässe. Dann haben wir die Nachricht von Joe. Achso, wir müssen uns ja noch um die Beute kümmern. Stimmt. Wir müssen noch mal zu diesem verrückten Autor, der da Tag und Nacht durchtippt,
und ja, uns letztens die Pistole vor die Brust gehalten hat. Da müssen wir doch mal hin. Und ja, können wir jetzt das hier bei ihm eigentlich anwenden? Werde ich mal besser behalten. Ja, ist besser so, das stimmt. Keine Bewegung. Joe sagte, ich soll nur Leute an den Kühlschrank lassen, die seine Losung kennen. Pack für Mexiko? Passt. Der Schrank gehört ganz dir. Wenn du Joe siehst, sag ihm, wir sind quitt. Gut. Dann kommen wir ja ran an den Kühlschrank. Super, er lässt uns ran. Ganz vorsichtig. Ein Safe mit Sprengfalle? Wie zur Hölle soll ich das Ding entschärfen? Sieht aus, als fehlten drei Schlüssel. B, V und S. Wie war das? Benutze erst das B, dann das V, dann das S, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ne? Wir fangen auf jeden Fall mit B an. Auf Joes Notiz steht, benutze das B, das V und dann das S. Alles klar. Wird gemacht. Yay, da ist es. Das Geld. Scheiße, Joe. Du hättest mir einfach davon erzählen sollen. Hab den Zaster, hab die Pässe. Der Rest liegt an dir, Joe. Ja, Leute. Ja, und damit scheinen wir erstmal mit der Christine fertig gespielt zu haben. Ja, ihr seht, Christine können wir auch nicht mehr anwählen. Den Rest müssen wir dann mit dem Joe machen. Da saß man noch mal mit ihm quatschen, mit Vater. Der Losung. Ja? Haben Sie Christine die Nachricht von mir gegeben? Ja, sie sagte, es wird ihr helfen, mit Evan Camfield fertig zu werden. Ja. Ich hoffe, sie haut nicht ab mit dem, was sie da findet. Das glaube ich nicht. Ich muss weiterarbeiten. Gut, dann gehen wir erstmal zurück auf die Krankenstation. Fertig mit Beten! Und... ja, ja, wir sind fertig. Nutzt den Notruf nicht ab, 1229. Gut, nutzt den Notruf nicht ab. Ja, okay. Dann müssen wir also anfangen, uns vorzubereiten. Und haben jetzt erstmal das Buch. Dann müssen wir noch anfangen, diesen Dummy bauen. Ja, von diesem Kerl da. Sobald ich meinen Dummy baue, könnten die echt nützlich werden. Ja, wann müssen wir den Dummy bauen? Also jetzt können wir sicherlich erstmal in diese Birdman-Zelle rein. Weil wir haben sein Buch. Da wird er sich, glaube ich, sehr drüber freuen. Ich frage mich nur, wie der das bei einer Zellenfilze, wie der das dann erklären möchte, wie er an das Buch gekommen ist. Aber das ist dann, glaube ich, eher sein Problem. So, bitteschön. Ich habe, was du brauchst. Hab gehört, du hast Gaspipe einen Denkzettel verpasst. Du kennst mich. Joe Lyons, verheiratet, wohnhaft in San Francisco. Bewaffneter Raubüberfall auf einem Panzerwagen. Ausbruch aus Leavenworth. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ganz clever bist. Erlaubnis hereinzutreten erteilt. Gut, dann geh rein. Dafür müsste ich erst in die Zelle. Ja, was mir hoffentlich bald gelingt. Ich habe seine Erlaubnis. Ich brauche aber irgendwas, um das Schloss... Ach Junge, du hast doch den Nagel. Machst du bei der anderen Tür auch alleine. So. Das wird nicht klappen. Ja, so, da gehen wir erstmal zu seinem Bett. Das sind nochmal 2,5 Meter Seil. Das heißt, wir haben das Seil vollständig. Ich binde die hier zusammen. Dann ist er bereit. Ein abgenutztes Waschbecken. Birdman hat einen manischen Putzfimmel. Ist das nun das richtige Fenster? Mir fehlt das nötige Werkzeug. So, Bücher über Vögel. Können wir uns ja noch irgendwas anschauen? Ich soll mich für einen kleinen Plausch setzen. Lieber schicke ich ihm eine Postkarte von Hawaii. Okay, aber wir müssen noch diesen Dummy bauen. Können wir mit dir nochmal quatschen? Ich habe einen Plan. Ja, Hanks Plan. Mein Plan. Hank und ich sind zu alt geworden. Wir schaffen keine 50 Meter im Wasser. Es beginnt also mit dem Fenster hinter dir. Wie geht's dann weiter? Kletter aufs Dach, dann rüber auf die andere Seite. Dann runter zu den Kerkern. Unter die Insel. Kletter runter zu den Höhlen. Bau dir ein Floß oder schwimm. An Land ist alles geregelt?
Ein schneller Wagen? Falsche Papiere? Noch nicht. Dann schaffst du es auch nicht. Okay. Irgendwelche Schwimmtipps? Teil dir die Kraft ein. Ufer immer im Blick. Schwimm Richtung Aquatic Park. Da ist normalerweise ein blaues Blinklicht an. Kommt natürlich alles auf den Nebel an. Kämpfe nicht gegen die Wellen. Mach dich mit der Strömung vertraut. Atme auf beiden Seiten. Die See ist unruhig. Die erste Minute ist ein ziemlicher Schock. Du musst Ruhe bewahren. Richte dich darauf ein, eine Menge Wasser zu schlucken. Okay. Du kommst aus Alaska? Verdammt richtig. Schon mal in Eiswasser geschwommen? Das da draußen ist ein Witz dagegen. Weißt du, wieso du hier heiß duschen darfst? Damit die Bay dich fertig macht. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, kalt zu duschen, um mich abzuhärten. Ich bin also vorbereitet. Muss ich dazu sagen, sehr gut recherchiert, denn der Vogelmann, der echte Vogelmann von Alcatraz, der kam wirklich aus Alaska. Du siehst aus, als wenn du mir was erzählen willst. Du kennst die Frau von Aufseher Mason, die den Knastbruder gevögelt hat? Ich hab davon gehört. Häftling war ein gut aussehender Pole. Blond, kräftiges Haar. Klempner. Wache nimmt ihn mit nach Hause. Soll da ein Rohr verlegen. Frau sieht den Klempner. Klempner sieht die Frau. Ihre Adern stehen unter Strom. Sie weiß, da geht was. Und er weiß es auch. Kissen werden unter die Spüle geschoben. Sie klettert rein. Hose unten. Wartet. Zittert. Ihr Ehemann gleich nebenan. Typ klettert unter die Spüle und verlegt ein Rohr. Hab ihre Küche nicht zu Gesicht gekriegt. Stimmt. Können wir das schon aufmachen? Aber eigentlich müssen wir doch noch den Dummy bauen, oder? Die Kurbel fehlt. Ah, die Kurbel fehlt. Moment. Genau. Jetzt funktioniert der Wagenheber wieder. Jetzt noch nicht. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Keine schlechte Idee. Aber ich behalte meinen Kopf lieber. Okay, dann gehen wir. Nochmal, also wir müssen erstmal diesen Dummy doch bauen. Wenn sie endlich aufhören würde zu telefonieren! Jetzt nimmt er das nämlich mit. Müll. Das hat man bei manchen Adventures, gerade bei den schwierigeren. Ich habe Müll für zwei Leben gesammelt. Denn das Ganze hat man nämlich auch bei. Wir müssen hier hin. Wir müssen hier hin. So, dann. Vielleicht mit dem Hemd kombinieren. Passt. Muss eins ja. von Bumpys Hemden gewesen sieht sein. Ja fast wie in echt aus. Also den Dummy, den legen wir dann hier schön ins Bett. Sehr gut. In der Dunkelheit sollten sie drauf reinfallen. Fehlt uns hier noch irgendwas? Sorry, Kumpel, aber ich muss dich einsperren. Das sieht so aus. Nein, ich wollte eigentlich noch die Glühbirne. Die Glühbirne kann man nämlich kaputt machen. Hoffe mal, dir gefällt's hier besser als mir. Ah, man kann da oben nämlich die Glühbirne auch kaputt machen. Das noch ein bisschen ein schwieriger wird. Okay, also, Birdmans Zelle. Ja, dann würde ich sagen, sind wir an und für sich bereit zur Flucht. Ihr seht auch, die Sonne geht unter. Wir sind bereit, um die Flucht anzutreten. Ja, also, auf geht's. Ja, oder machen wir das beim... Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, fangen wir an mit der Flucht von Alcatraz. Also, mit dem Wagenheber erstmal das Fenster aufmachen. Scheint locker zu sein. Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Ja, die Stäbe biegen sich. Jawohl. Geschafft. Jetzt passe ich durch. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Kletter aufs Dach. Dann rüber auf die andere Seite. Danke, alter Mann. So, jetzt sind wir, ja, und jetzt sind wir im Prinzip schon auf der Flucht. Ein Lüftungsschacht. Zugeschweißt. Ich hätte eh nicht durchgepasst. Können wir hier vielleicht die Rauchbombe reinschmeißen? Nein, das brauche ich noch. Okay, so, hier geht's runter zu den Katakomben. Wo geht's denn hier noch überall hin? Telefonleitung. Ich könnte sie kappen, aber vielleicht brauche ich sie noch. Eine schlecht verlegte Telefonleitung. Die Isolierung rottet langsam vor sich hin. Eine schlecht verlegte Telefonleitung. Die Isolierung rottet langsam vor sich hin.
Ich habe ihn hier noch nie zuvor gesehen. Bloß keinen Lärm machen. Er hat eine Winchester. Ja, also das ist das Gewehr, was er da in der Hand hat. So, kann ich das? Kann ich den hier irgendwie ein bisschen ausräuchern? Was zur Hölle? Okay, der wird bewusstlos. Ich hoffe, dass der jetzt nicht stirbt. Billiger Trick, aber effektiv. Gut, das heißt, so kann ich hier noch irgendwie was machen. Oh, da ist noch irgendwas. Die Landspitze von Marin County. Scheinwerferlicht. Es strahlt in die falsche Richtung. Sieht aus wie die Verbindung zum Wachturm. Können wir die nicht kappen oder irgendwas? Nein, der Nagel bringt mich hier nicht weiter. Oh, dieser Störsender, aber der wird doch, glaube ich, eher direkt ins... Das wird nichts. Das funktioniert nur mit Telefonleitungen. Okay, dann also so runter in die Katakomben. Okay, und hier scheint irgendwas Altes zu sein. Wenn ich Gummireste brauchen sollte, weiß ich jetzt, wo ich sie finde. Okay, so, hier geht's wieder zurück aufs Dach. Hier ist eine versperrte Tür. Ein rostiges Schloss und eine verwitterte Tür. Moment, rostiges Schloss, aber da könnte eventuell der Nagel helfen, den wir hier dabei haben. Nein. Zeitverschwendung. Okay, hilft ja also nicht. Alte Reifen. Oder hilft uns... Nee, den Wagenheber haben wir nicht mehr. Das heißt, da brauchen wir den auch entsprechend nicht mehr. Zurück aufs Dach. Irgendwie müssen wir durch die Tür kommen. Das Schloss ist alt, aber immer noch fest verschlossen. Ja, oder so. Das ist natürlich ein bisschen rabiat, aber so geht's natürlich auch. So, jetzt sind wir anscheinend erstmal in einem Bereich, wo nicht mehr so oft kontrolliert wird. Die Temperatur ist plötzlich um 10 Grad zurückgegangen. Oh. Das ist normal in der Hier Tiefe. Hier ist keine Menschenseele. Nur ich und der Geist von Alcatraz. Wir und der Geist von Alcatraz. Jetzt wird's auch noch gruselig. So, Ventil. Shit. Oh oh. Harte Holz. Stabil. Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Das wird nicht klappen. Das führt zu nichts. Okay, müssen wir uns mal merken. Das wird nicht klappen. So, also harte Holzplatte. Dann müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Rostiger Aktenschrank. Der hat seine Geheimnisse mit ins Grab genommen. Gut. Aber ich würde sagen, ob wir die Flucht erfolgreich schaffen, das sehen wir erst im nächsten Part. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Part dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.